So, Harry sagt guten Morgen. Heute am 6. Dezember 2020 und er hat es wieder pünktlich erwischt. Also ich bin wieder genau zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle und zwar der Sonnenaufgang hier in der Dominikanischen Republik in Bayachibe in Playa Dominicus. Es ist jetzt genau 7 Uhr und wir haben hier über dem Palmenhain den Sonnenaufgang. Ja, vor einer halben Stunde wurde es hell und es geht jetzt auch richtig schnell hier. Wir bleiben noch mal einen Moment bei der aufgehenden Sonne. Ja, und ich befinde mich hier unschwer zu sehen auf dem Wasser. Ja, und zwar hier auf einem Steg. Ja, ich sage Ihnen, oder ich sage euch, es hat alles wunderbar geklappt gestern. Überhaupt keine Probleme, kleine Verspätung in Madrid. Da ist ein Gast nicht aufgetaucht und der Koffer musste rausgesucht werden. Aber das war eine Kleinigkeit von 1,5 Stunden. Mit einer halben Stunde Verspätung hier angekommen. Die Sicherheitsvorschriften hier sind höher wie in Deutschland oder in Europa. Das heißt, am Flieger, die Busse werden nur zu, ja, ich sag mal, 15-20% gefüllt. Dann fahren die in Terminal. Die Aussteigeprozedur im Flieger, da gehen die Reihen erst einzeln raus, dass es kein Gedränge gibt. Also alles wunderbar, was ich gestern Abend auch hier im Hotel gesehen habe. Überhaupt kein Grund zur Sorge oder um Angst zu haben. Ja, und dann Automieten, Punta Cana, Flughafen und dann hier um Mitternacht, kurz vor Mitternacht angekommen. So, und der Steg hier, ja, der ist ab 7 Uhr geöffnet, da darf man hochgehen. Nachts ist auch alles hier bewacht an den Anlagen. Und hier gibt es einen kleinen Leuchtturm. Ja, es werden mit Sicherheit noch einige Videos folgen. Die Temperatur, ja, was gibt's zu sagen? Etwa so wie auf Gran Canaria. Es ist nicht viel wärmer. Es ist jetzt vielleicht 24 Grad. Die Wassertemperatur, das ist schon ein Unterschied. Das ist mit Sicherheit 26 Grad oder 27. Und wir haben keinen Wind. Wir haben schönes Wetter vorhergesagt. Also, es dürfte einem schönen Tag hier nichts im Wege stehen. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Aber glasklares Wasser. So, und mit diesen Aufnahmen werde ich mich jetzt mal verabschieden, werde ein Bad nehmen und dann zum Frühstücken gehen. Ja, der erste Eindruck schon mal hier jetzt in diesem Jahr. Ich bin ja nicht das erste Mal hier. Es ist alles sehr schön und ich werde weiter berichten. Bis dann.